So, da bin ich wieder heute mit Was ist Chilis? Das habt ihr euch gewünscht. Ich freue mich drauf. Wir gehen heute auf die Fragen ein. Was ist Chilis? Wofür braucht man Chilis? Was sind die dazugehörigen Fan-Tokens? Und natürlich schauen wir uns auch beide Plattformen socios.com und chilis.net an. Und ich werde noch so ein bisschen auf das Potenzial von dem ganzen Projekt eingehen und meine Meinung noch kundtun. Ja, aber bevor wir mit dem Video starten, wollte ich noch sagen, Leute, ihr seid einfach die Besten. Wir sind schon über 100 auf dem Kanal. Wir sind 103 Leute jetzt alle zusammen hier. Also ich finde, das ist echt so schnell gegangen. Das ist echt ein Wahnsinn. Also danke, danke, danke. Der ganze Input, der von euch kommt, der produziert ja erst die ganzen Videos. Also ohne euch würde es den Content nicht geben. Ja, also haut Fragen raus, schreibt, was ihr als nächstes gerne sehen möchtet. Das bringt den Kanal voran, das bringt die ganze Community, glaube ich, voran. Und ja, gut, dann starten wir mit dem Video. So, was ist Chilis? Also Chilis wurde gegründet 2012 von Alexander Dreyfus oder Dreyfus. Ich bin immer so schlecht im Namen aussprechen. Es wurde in Malta gegründet, ich blende ihn euch hier mal ein. Okay, und was war sein Ziel? Also er wollte eine Plattform entwickeln, mit der Sportfans Einfluss auf ihre Lieblingsmannschaft haben können. Und wie kann man das realisieren? Mit Fan-Tokens. Ja? Und diese Fan-Tokens haben dann Benefits wie Stimmrechte, bestimmte Goodies. Ja? Da gehen wir dann gleich drauf ein. Also er will, anstatt einfach nur, dass die Leute zuschauen, will er, dass die Fans aktiv ins Geschehen des Teams eingebunden werden. Ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Und wofür, also Chilis war zuerst ein ERC20 Token, mit dem er Geld eingenommen hat, um diese Plattformen zu entwickeln. Auf jeden Fall hat er mit Chainlink zusammengearbeitet, um dann Sport Collectibles zu machen. Mit der Binance Chain haben sie dann zusammengearbeitet, um es kompatibel mit der Binance Smart Chain zu machen, weil die Fees auf Ethereum so hoch waren, ihr müsst euch vorstellen. Das Versenden von Chilis hat auf Ethereum kostet jetzt im Moment 17,21, also Dollar, und über die Binance Smart Chain 25 Cent. Ja, also das sind schon heftige Unterschiede, deswegen haben die da zusammengearbeitet. Und mit Engine haben sie auch noch an den NFTs ein bisschen rumgebastelt. Also sie sind da auch im Crypto-Space sehr gut vernetzt. Ja. Also Chilis ist zum einen mal der Token und zum anderen mal ist es die exklusive Währung der App socio.com. Ja, das ist die erste Plattform von ihnen und das ist eine App, mit der man die Sportfan-Tokens kaufen kann. Ja. Man braucht Chilis, um diese Tokens zu kaufen. Also auf dieser Plattform kannst du nur mit Chilis handeln. Du kannst die Tokens nicht mit Euros kaufen. Ja? Und man benötigt halt Chilis dafür. So, was sind jetzt die Fan-Tokens? Also die Fan-Tokens, ihr seht hier, sind Haufen Teams schon gelistet. FC Barcelona, Juventus etc. Ich lese jetzt nicht alle vor. AC Milan war jetzt der letzte Token, der auf Binance rausgekommen ist. Da gibt es dann immer Token Launches sozusagen, also FTOs heißen die, um genau zu sein, und das bedeutet einfach nur Fan Token Offering, also es werden die Fan Tokens angeboten. Ja? Okay, was sind die Fan Tokens? Also die Fan Tokens sind NFTs, also die Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, also länger auf meinem Kanal, die paar Wochen, die der Kanal existiert, schon da sind. Ich habe ein paar Mal schon drüber geredet, für die neu sind, erkläre ich es nochmal kurz. Es sind, ihr müsst euch vorstellen, wie Collectibles, es sind einfach limitierte Sammlerstück-Tokens. Ja? Also die sind teamspezifisch und limitiert. Ja? Diese Tokens sind mit Stimmrechten und mit VIP-Club-Belohnungen verbunden. Was heißt das genau? Also Stimmrechte heißt, ihr könnt sozusagen mitentscheiden. Wir sehen es gleich auf dem Bild hier. Ich glaube, das zweite, was zum Beispiel wie der Bus aussehen soll. Ja? Oder wie die Trikots aussehen soll oder was für eine Siegesgeste sie machen sollten, wenn sie gewinnen. Lauter so Sachen geben die halt zum Voting und ihr könnt es dann mitentscheiden. Und VIP-Club-Belohnungen heißt einfach nur, es gibt exklusiven signierten Merch, es gibt
manchmal Gratiskarten, manchmal vergünstigte Karten, manchmal ein Meet and Greet. Also das ist von Team zu Team unterschiedlich. Genau. In Portugal kann man die Chilis, in Portugal, Frankreich, Spanien, Italien kann man die Chilis auch im Chilis-Shop ausgeben, um sich dort Goodies zu kaufen zu den jeweiligen Teams oder überhaupt Chili-Goodies oder was alles gibt dort. Ne? Die Fan-Tokens kann man nur auf sozio.com und auf der eigenen Chilis Exchange handeln, ja, und auf Binance, weil sie mit Binance eine Partnerschaft haben. Genau. Interessanter kommt jetzt auch zum Spiel der Burn-Mechanismus von Chilis. Den erkläre ich auch noch kurz. Also 20% von allen Chilis, die hier auf der chilis.net-Plattform eingenommen werden, werden geburnt. Ja, das heißt, der Chilis-Bestand reduziert sich auch über einen längeren Zeitraum. 10% von den Fan-Token-Offerings wird auch geburnt. Also ab und zu gibt es dann diese FTOs. Ich hoffe, die Seite lädt jetzt. 10% von den Einnahmen werden da auch geburnt und 20% vom Profit mit den Non-Fungible Tokens und den Collectibles wird auch geburnt. Genau. Dann man kann sich immer für dieses Fan-Token-Offering anmelden und wenn das dann läuft, dann kann man Chilis staken, um dann Fan-Tokens zu bekommen. Man kann das auch auf Binance machen. Ich zeige euch das schnell. Auf Binance war das letzte AC Milan. Normalerweise war es immer so, dass der Preis kurz bevor so ein Fan-Token-Offering gekommen ist, gepumpt ist und dann, wie das vorbei war und alle die Tokens gehabt haben, eigentlich der Preis gedumpt ist. Ja. Jetzt im Moment haben wir das nicht so und ich vermute nur, ich bin nicht so tief in Chilis drinnen, ich vermute, es liegt an der Partnerschaft mit UFC. Wenn wir jetzt hier auf die Plattform gehen, sehen wir, sie sind verpartnert mit UFC, man kann es zwar noch nicht anklicken, aber wer die UFC kennt, also großer Kampfsport Veranstalter und Cagefight und die haben halt 18 Millionen Fans und ihr müsst euch vorstellen, das waren Zahlen, glaube ich, von vor einem Jahr, wo ich die das letzte Mal gehört habe. Also das wächst ja auch, ja. Man kann extrem viele Sachen zu den Kämpfern machen, glaube ich, Tokens mitbestimmen. Also ich glaube, da kann man extrem viel coole Sachen machen. Und ja, ich glaube, da ist das Potenzial schon sehr groß, was man so als jetzt Blockchain-Nerd vielleicht gar nicht so sieht und vielleicht mehr als Sportfan vielleicht dann sieht, ja, was da die Möglichkeiten sind auch. Ja, ein bisschen, was ich so als zweischneidiges Schwert sehe, ist halt nur, dass die Voting-Rechte gleichzeitig auch mit dem Preis verbunden sind. Das macht halt, ich weiß nicht, ob wie hardcore die Fans sind, wie lange sie den Token halten, wenn er 10x macht, ob sie dann nicht irgendwann mal die Tokens verkaufen, weil sie sich denken, sie haben viel Geld gemacht. Also, genauso mit den Clubs. Ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Clubs halten extrem viele Coins, ja. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzt absichtlich Coins dumpen werden, weil das sind ja angesehene Clubs und das sind ja Marken. Also ich glaube nicht, dass FC Barcelona jetzt ihre Tokens dumpen wird, aber theoretisch sie könnten es. Ja. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten und sie halten halt die Mehrheit. Also das würde den Preis extrem drücken. Ja. Genau. Ja, was noch cool ist, Chilis hat eine Show. Den Link habe ich euch in die Description gepackt. In dieser Show beantworten sie auch Fragen von der Community, was ziemlich cool ist. Da gibt es immer eine eigene AMA, nach der News kommt das. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an das Team direkt habt, könnt ihr die dort einfach stellen. Das würde ich mir bei Bitpanda auch wünschen. Also Paul und Erik, falls ihr mich hört, ich stehe bereit. In best bezahlt will ich werden. Das war jetzt so ein Yoda-Satz verkehrt herum. Ja, so, dann schauen wir mal in den Chart. Ich habe euch das hier schon markiert, also wir sehen von 0,1 bis 15 Cent ist es raufgegangen. Ich habe hier schon mal den letzten Pump, habe ich jetzt schon mal mit dem Fibonacci Retracement eingezeichnet, vom lowsten Low bis zum höchsten Punkt. Das könnt ihr selber auch immer machen, einfach mit dem Fibonacci Retracement. Dann könnt ihr hier sehen. Ah, hier gut bei 10 Cent, um die 10 Cent wäre wahrscheinlich ein guter Einstieg. Dann hier bei den 9
9,2 und dann hier bei den 8 Cent. Ja. Also so würde ich die Order setzen. Und ihr müsst auch nicht immer mit allem reingehen. Ihr könnt ja auch mal eine kleine Order setzen, euch positionieren, schauen, wohin der Kurs geht. Falls er runter geht, könnt ihr nochmal nachsetzen. Im Moment finde ich, schaut der Kurs eigentlich eher bullisch aus. Aber es, ja, das muss man immer beobachten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau für Features bei der UFC rauskommen. Wenn ihr jetzt unbedingt reingehen wollt, dann würde ich mich mit einer kleinen Position positionieren. Und zum Beispiel, wie ich das bei Reef gemacht habe, da bin ich jetzt schon mal mit 100 Dollar extra reingegangen, habe mich positioniert. Jetzt schaue ich, wo geht der Coin hin. Dumpt der, gehe ich mit einer größeren Position rein. Geht er weiter rauf, gehe ich wieder mit einer kleinen Position rein und bis ich halt das Ziel erreicht habe. Aber wenn man von dem Projekt überzeugt ist, genau, würde ich einem diese Strategie empfehlen. Und nicht einfach all in gehen, weil ja, es kann jederzeit auch runtergehen, wie gesagt. Gut, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich muss mich nochmal bei allen bedanken für die tolle Unterstützung. Ja, das nächste Video ist ein Ich beantworte eure Fragen Special Edition mit Best BTT und Pan. Das habt ihr euch gewünscht, das schauen wir uns den Chart an. Da sage ich kurz meine Gedanken noch dazu. Und danach kommt das Symbol-Video. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.